So, es ist früher Morgen und wir gehen jetzt erstmal eine Runde spazieren. Setzen uns die Insel ein. Und Grace. I'm happy. So much. Da ist Doggy, der kommt immer mit mir mit. Da muss ich jetzt erstmal behaupten, zwischen den ganzen vielen. Aber ich denke, die Sache ist jetzt geklärt. Einfach abhauen. Das ist immer das Beste. Eine herrliche Gegend. Ich könnte komplett ausflippen. Hier haben wir mal ein schönes Häuschen. Eine Bananenplantage. Ganz normales Ortseingangsschild. Und hier ist quasi auch die Insel zu Ende. Hier kommt jetzt nur noch so ein künstlicher Plattenweg zur nächsten Insel, nach Bohol. Und wir sind hier in Banganan. Ja, und die nächste Stadt ist Galape. Mal gucken, ob wir es bis dahin schaffen. Es sind nämlich, glaube ich, 7 Kilometer oder so. Doggy ist immer noch bei uns. And we have low tide, das heißt, wir haben quasi Ebbe. Mangroven stinken ziemlich, wenn sie brach liegen. Ja, und so sieht das halt aus. Das Wasser kommt normalerweise bis dahin, wo man den schwarzen Rand an den Bäumen sieht. So hoch steht das Wasser, wenn High Tide ist, also Flut. Gucken wir uns heute Nachmittag an. Oder morgen. Oder übermorgen. Oder übermorgen. Oder eine Woche später. Hier ist komplett Low Tide. Da steht noch ein kleiner Katamaran, den könnte man jetzt prima klauen. Aber ist schwer. Schön. Gab es mal irgendwann einen Steg ins Wasser? Ich denke mal, der ist auch irgendwie dem Erdbeben zum Opfer gefallen. Seit ich irgendwie ein bisschen mehr Wasser, wo es natürlich hier alles mehr Wasser ist. Und Doggy ist immer noch bei uns. Er wäre schon mindestens 5-mal fast überfahren worden. Aber er kann das ab irgendwie. Er ist das gewohnt. So fährt man hier übrigens Moped. Der Helm ist am Armgelenk zu tragen und natürlich nicht auf dem Kopf. Klar. Hier sieht man, wie ein riesiges Schiff vor Anker liegt. Da fehlt schon die Hälfte, würde ich sagen. Und der Priel lässt hier immer noch das Wasser ablaufen. Also wir haben noch nicht komplett Low Tide. Das Wasser fließt noch ab. Hier stehen ein paar Tuk-Tuks rum. Keine Ahnung warum. Doggy! Doggy! Mit 3 Stoßdämpfern an der Hinterachse, wie man sieht. 3-1. Hier hat mal jemand einen Helm auf, ganz seltenes Ding. So, hier kommen wir jetzt nun quasi an das Verbindungsstück, an die kleine Brücke, die die eine Insel mit der anderen verbindet. Da sind so quasi so Häuschen, dort sitzen, also es sind halt einfach nur Überdachungen und sitzen meistens nachmittags ganz viele Menschen
und spielen im Wasser mit ihren Kindern und essen und grillen. Und manche Kinder springen dann da von dieser kleinen Brücke runter. Da drüben kann man die Kirche von Galapé sehen. Sieht einfach geil aus, so im Nebel, die Berge. Und gut, mit Wasser würde es natürlich noch schöner aussehen, weil dieser Schlamm irgendwie riecht da ein bisschen unangenehm. Aber auf jeden Fall ist es hier echt die geilste Gegend, die ich jemals irgendwann gesehen habe. And here we have the most beautiful woman of the world. Problem, weil ja wieder andere Kumpels von ihm noch das Territorium verteidigen wollen. Aber wir gucken uns jetzt mal hier, also hier ist quasi die kleine Brücke, die die eine Insel von der anderen Insel trennt. Und hier ist so eine Hütte, wo halt, wenn hier Flut ist, sich immer viele Menschen aufhalten. Das sieht man zum Beispiel gar nicht, wenn hier Wasser ist. I don't know what it is. Ah, it's the swimming pool. Oh, okay. Kleffern immer noch. So, das hier ist, glaube ich, so wie so ein Badestrand. Das sieht alles ziemlich neu aus hier mit neuen Fliesen. Also Fliesen können die ja übelst. Ne? Also ich habe ja schon Fliesen gesehen, da schlackerst du echt mit den Ohren. Die sehen voll geil aus. Ja, da ist ein Westhonda-Boot und da mal schön los. Kann man sich bestimmt mal ausleihen, so am Nachmittag und mal eine Runde fahren. Da hinten wird schon neues gebaut, wie ich sehe. Ja, ganz einfach und schlicht, aber völlig ausreichend. Da kommen die so vom Fischen alle nach Hause. Die fahren meistens nachts fischen und bringen am frühesten den Fisch mit nach Hause. Kann sein, dass unser Felix Platte uns auch was Schönes mitgebracht hat. Vielleicht ein paar schöne Krabben oder so ein Kram. And here we have the most beautiful woman in the world. And there is the most beautiful woman of the world again. We're rich in the house. Yay! In the house, we go dancing now. Yay! I have destroyed 3 thoughts. 5 kilometers.